Hallo und herzlich willkommen bei Lausitz TV. Auf geht es in eine neue Woche, aber diesmal ohne Feiertag, aber gemeinsam schaffen wir das schon. Einfach mal das Auto stehen lassen und aufs Fahrrad setzen. Gerade jetzt im Frühling lohnt sich das. So eine Fahrradtour bei Sonnenschein ist doch einfach herrlich. Und bei den vielen Straßensperrungen in Cottbus sind wir so auch viel schneller. Es gibt aber noch einen ganz anderen Grund. Das Stadtradeln geht wieder los, also Helm aufgesetzt. Straßen sind für alle da. Mit diesem Motto startete gestern Nachmittag in Cottbus die Auftaktveranstaltung für das diesjährige Stadtradeln im Rahmen der Kittikel Mess des ADFC Deutschland. Familien, Schulen und Kindereinrichtungen setzen sich für kinder- und fahrradfreundliche Orte, sichere Schulwege und selbstständige Mobilität ein. Um 15 Uhr ging es mit dem Fahrradkorso los. Die Strecke führte 6 Kilometer durch die Stadt. Ihr könnt bis zum 27.05. in die Pedalen treten und damit etwas für die Gesundheit und das Klima tun. Die gefahrenen Kilometer können bequem in der kostenlosen Stadtradeln-App gesammelt werden. Alternativ können die gefahrenen Kilometer schriftlich bei den lokalen Organisatoren eingereicht werden. Auf die klimafreundliche Variante setzt auch Fridays for Future. Die Aktivisten haben gestern mal wieder für einen beschleunigten Kohleausstieg und gerechten Strukturwandel in der Lausitz protestiert. An der Demo am Tagebau Nochten haben 1000 Menschen teilgenommen. Es ist die ganze Zeit friedlich geblieben und es hat keine Ausschreitungen gegeben. Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat es in Cottbus gegeben. Auf dem alten Flugplatz Nord ist es gestern Abend zu 2 Bränden gekommen. In jeweils leerstehenden Gebäuden wurden Rauchschwaden festgestellt. Verletzte gibt es nicht. Die Ermittlungen laufen. Meterhohe Flammen musste die Feuerwehr auch in Burg bekämpfen. Eine Werkstatt auf einem Landwirtschaftsbetrieb in der Waldschlösschenstraße hat gestern Morgen gebrannt. Außerdem ist es zu Explosionen im Inneren des Gebäudes gekommen. Auch hier hat sich niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Um genau in diesem Fall schnell auszudrücken, gibt es in Burg jetzt ein neues Großtanklöschfahrzeug. Das ist auch nötig, denn das bisherige war schon 20 Jahre alt. Amtsdirektor Tobias Henschel hat den symbolischen Schlüssel am Wochenende entgegengenommen. Ihr wollt echte Weltstars erleben? Dann haltet euch Samstag und Sonntag frei. Der Jazzdance Club Cottbus hat schon einige internationale Titel geholt und am Wochenende könnten die nächsten Triumphe dazukommen. Es wird wieder hochkarätig getanzt. Dieses Wochenende habt ihr die Chance, das diesjährige Saisonfinale im Jazz and Modern Dance mitzuerleben. In der Lausitz Arena treten fast 30 Formationen in 3 verschiedenen Ligen an. Organisiert wird das Ganze vom Jazzdance Club Cottbus. Dieser geht mit gleich 3 Gruppen an den Start. Dabei kämpfen die Jazzy Flames in der Regionalliga, die Jazzy Elements in der Jugendverbandsliga und die Jazzy Kids in der Kinderverbandsliga um gute Platzierungen. Los geht's am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 10 Euro. Und während die einen ihr Turnier noch vor sich haben, haben es andere schon geschafft. Die besten KeglerInnen aus ganz Brandenburg sind am Wochenende in Cottbus angetreten. Die Goldmedaille hat sich Cindy Meissner vom ESV Lok Cottbus gesichert. Sie darf jetzt bei der Deutschen Meisterschaft in München antreten. Jubeln können auch die Fans von Energie Cottbus. Ihre Mannschaft hat die Steilvorlage von Erfurt genutzt. Denn die haben gegen Babelsberg verloren. Der FCE hat hingegen souverän gegen Germania Halberstadt mit 1:3 gewonnen. Damit kommt es am Samstag im Stadion der Freundschaft zum Showdown. Cottbus trifft auf Erfurt. Bei einem Sieg steht Energie als Meister in der Regionalliga Nordost fest und würde dann in der Relegation gegen Unterhaching spielen. E-Books, Podcasts und Audioguides verdrängen immer mehr die klassischen Medien. Dabei wird die Geschichte doch erst so richtig greifbar, wenn wir das Buch dazu in den eigenen Händen halten. Genau deshalb gibt es in Spremberg den Vorlesetag. Warum der immer wichtiger wird, erfahrt ihr jetzt in unserem neuen Format zu Hause in Brandenburg. Die Kreisbibliothek Spremberg ist eine Einrichtung des Landkreises Spree-Neiße. Als solche versorgt sie den ganzen Landkreis mit Medien aller Art.
Bücher, Hörbücher, DVDs und Computerspiele. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Doch Besucherinnen und Besucher bekommen hier noch weitere Angebote. Wir sind ja Kreisbibliothek des Landkreises Spree-Neiße mit der angegliederten öffentlichen Bibliothek für die Stadt Spremberg. Und wir bieten Bilderbuch-Kinoveranstaltungen an für Kindergärten und Schulklassen. Wir beteiligen uns am Lesestartprojekt für die Dreijährigen. Wir führen den Vorlesewettbewerb für die Schulsieger des Landkreises Spree-Neiße durch. Dann führen wir viele Veranstaltungen mit Schulklassen durch, Veranstaltungen mit Actionbauen, das heißt Bibliothekseinführung. Das sind die digitalen Schnitte. Eine digitale Schnitzeljagd. Hier können Leserinnen und Leser also voll und ganz in ihre Lieblingsbücher eintauchen. Darüber hinaus ist die Kreisbibliothek als Bestands- und Informationszentrum des Landkreises Dreh- und Angelpunkt aller Bibliotheken im Landkreis und unterstützt die Arbeit der Schulen. So auch in Spremberg. Die jährlich durchgeführte Veranstaltungsreihe »Ich schenk dir eine Geschichte« ist dabei ein besonderes Highlight. Das Besondere daran ist, dass wir praktisch ermöglichen, dass jedes Kind hinterher auch ein Buch geschenkt bekommt. Wir führen diese Aktion seit 2006 durch, das heißt in diesem Jahr zum 18. Mal. Und wir führen jährlich ungefähr 18 Veranstaltungen mit den Schulklassen durch. Und dafür haben wir 17 Vorleser, die für uns in den Schulklassen vorlesen. In der Astrid-Lindgren-Grundschule in Spremberg wurde der Vorlesetag in diesem Jahr gemeinsam mit der 6. Klasse durchgeführt. Im Fokus steht das Buch mit dem spannenden Titel »Volle Fahrt ins Abenteuer«. Landrat Harald Altekrüger übernimmt die Aufgabe des Vorlesens nur allzu gern. Ja, ist man auch immer, ein bisschen Lampenfieber gehört dazu, ganz klar, aber es macht natürlich viel Spaß, wenn man in so einer 6. Klasse mal was vorlesen darf. Ich mache das natürlich zu Hause auch, bei den eigenen Kindern habe ich vorgelesen, den Enkelkindern habe ich vorgelesen und diese Aktion, ich schenke dir eine Geschichte, und das ist ja zum Welttag des Buches, ich finde das großartig, das muss man unbedingt beibehalten, weil die Kinder immer wieder zum Lesen zu bringen, das ist schon ganz wichtig, nicht nur, dass sie im Leben gut vorwärts kommen, sondern Lesen bildet und das kann man nur fördern oder muss man fördern. Im Landkreis hat Bildung einen hohen Stellenwert. Das sieht man auch an den Investitionen in die weiterführenden Schulen. Ja, Bildung ist für uns ganz wichtig. Also wir sind ja Träger von verschiedenen Schulen, zum Beispiel die Gymnasien, die wir ja an 4 Standorten haben, in Guben, Forst, Spremberg und Cottbus. Da sind wir Träger und dann aber auch Förderschulen sind wir Träger und natürlich die berufsbildenden Schulen, die Oberstufenzentren. Und da stecken wir natürlich eine Menge Geld rein, um einfach eine gute Bildung zu gewährleisten und eine gute Ausstattung zu haben. Die Kinder der Astrid-Lindgren-Grundschule bekommen regelmäßig im Unterricht die Gelegenheit, sich Lesestoff selbst zu erarbeiten. Der Vorlesetag ist dabei natürlich ein besonderes Event. Wie wichtig es ist, die Lesefähigkeit der Kinder zu fördern, weiß auch Klassenlehrerin Frau Schirock. Ja, wissen Sie, ich habe festgestellt, ich bin schon ziemlich lange Lehrerin, dass die Lesefertigkeit in den Jahren sehr nachgelassen hat. Es gibt viele Kinder, die lesen zu Hause nicht mehr, mögen auch das Lesen gar nicht so sehr. Deshalb finde ich es unheimlich wichtig, dass wir in der Schule vorlesen, dass wir uns gemeinsam vorlesen, die Schüler, die Lehrer den Kindern vorlesen. Wir haben zum Beispiel in meiner Klasse eine freie Lesezeit eingeführt, wo die Kinder in jeder Deutschstunde lesen. Und ich finde es auch ganz toll, dass wir jetzt hier dieses Buch bekommen haben und da werden wir auf jeden Fall weiterlesen. Ja, und ich finde das Wichtigste, die Freude am Lesen bei den Kindern wieder zu gewinnen. Die Freude am Lesen haben die Kinder beim Vorlesetag auf jeden Fall gespürt. Doch wie ist die Geschichte bei den Schülern und Schülerinnen angekommen? Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen, die war sehr spannend. Ich würde die auf jeden Fall zu Ende lesen und den Lösungssatz würde ich auch auf jeden Fall probieren zu lösen. Ich fand die Geschichte sehr schön, auch also sehr spannend. Also sie war jetzt schon spannend und ich glaube, ich lese ja ein paar Seiten schon und ja, meine Schwester wird das vielleicht auch anfangen oder auch zu Ende lesen, weiß ich nicht. Ich fand sie auch sehr spannend, weil sie halt auch so eine schöne Überschrift hat und ich denke auch, dass ich vielleicht das Lesungswort dann suchen werde und ich glaube, am Ende wird es dann vielleicht auch noch spannend und auch einfallsreich, also schön. Wie das Abenteuer ausgeht, wollen die Kinder auf jeden Fall noch beim gemeinsamen Lesen herausfinden. Und das Lesen wird womöglich auch noch zusätzlich belohnt.
Ja, die Kinder, die das Buch gelesen haben, da ist am Ende des Buches immer ein Lösungssatz zu vervollständigen. Und wer diesen Lösungssatz vervollständigt hat, der sollte auf einen Zettel den Lösungssatz schreiben, Name, Adresse, welche Schule er besucht, welche Klasse und die Anschrift der Schule und diesen Lösungssatz bitte bis zum 8. Juni an die Stiftung Lesen schicken. Ein tolles Projekt, wovon garantiert auch andere Schulen profitieren. Von der Lese auf die Showbühne. In der Theaternative C wird es irisch. The Legend of Lugh Kelly, Irish Folk, ist angesagt. Am Donnerstag erlebt ihr ab 19.30 Uhr leidenschaftliche Darbietungen des Folksängers. Dazu spielen natürlich die typischen irischen Instrumente. Übrigens tritt Chris Cavendish regelmäßig in Dublins Kultlocation auf. Umso cooler, dass er jetzt nach Cottbus kommt. Also Donnerstag 19.30 Uhr freihalten. Tickets für die Theaternative C bekommt ihr schon jetzt unter der eingeblendeten Telefonnummer. Mit diesem Tipp für euer Abendprogramm unter der Woche entlasse ich euch in den Abend. Genießt eure Freizeit. Morgen unternehmen wir gemeinsam einen Ausflug nach Steinitz. Warum sich dort ein Ausflug lohnt, erzählt euch unsere Kollegin Lea Moros. Also bis morgen und einschalten. Laufen für den guten Zweck beim 12. EG Wohnen Charity Lauf. Los geht's am 1. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 7528 350. Der 12. EG Wohnen Charity Lauf am 1. Juli im Cottbusser Tier- und Spreeauenpark. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. There's a light, a certain kind of light. So vielseitig wie sie. Jetzt probefahren in ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Ja.
Für Könner und für Freizeitsportler. Ostseesportspiele 2023. Kommen Sie zum großen Stadtfest-Einkaufswochenende in das Möbelzentrum Großräschen. Am 13. und 14. Mai mit Sparknüller-Angeboten in allen Abteilungen. Vorbeikommen, sparen und das eigene Zuhause noch schöner machen. Alle Vorteile gültig bis zum Samstag, den 20. Mai und bis zu 30% auf Möbel und bei den Küchen bis zu 50% Rabatt. Zusätzlich die 0% Finanzierung und gratis Lieferung. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Küchengeißler, das Lieblingsküchenstudio der Lausitz. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck.